Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, heute machen wir eine kleine Spritztour, kann man ja so Ja, sagen, genau. mit dem guten Egon Kowalski. Du kannst dich auch gerne mal vorstellen, was du so machst. Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, brauche ich mich ja nicht vorstellen. Ja, Leute der gepflegten Erwachsenenunterhaltung kennen mich halt, ne? Oder ich würde sagen Profi-Wichser, ne? So nenne ich das mal. Also die kennen mich auf jeden Fall, den bin ich schon in einem oder anderen deutschen Film über den Weg gelaufen, ja. Ja, einer der größten deutschen Schauspieler, kann man echt fast Ja, sagen, jetzt, oder? Also ja. ein bisschen. Ja, gut. Ich Ja. spiel ja nicht. Oder besser gesagt, ich spiele mich selbst. So bin ich halt, ne? Ja, das ist wichtig. Na? Auf jeden Fall, wir befinden uns gerade hier natürlich, wie man gut erkennen kann, im Manta. Egon hat auch so einige Erfahrungen mit diesem Automobil, so wie ich schon Genau. raushören konnte. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren mal los, wir quatschen mal ein bisschen einfach, gucken, was rauskommt. Und ja. Genau. Ja. Ja. Also, Opel, sprich Manta oder Ascona, hatten ja den Vorteil, wenn man anfährt, so wie jetzt, da gehen alle vier Räder hoch, außer den Dämpfern. Ne? Das ist so Opel-typisch gewesen. Ne? Und mein erstes Auto war halt Ascona und dann waren, ich glaube, fünf oder sechs Mantas hatte ich dann. Ne? Sechs Ja, Mantas. ja. Ja, das waren früher halt ja, Ruhrgebiet halt. Ne? Die wurden ja, Und damals haben sie auch nichts gekostet, so. nee, nee, eben. Ne? Und es waren halt die. In meinen jungen Jahren war dann so als erstes so Ford Capri, dann der Manta B, LA, ne? Ja. Oder noch, wenn man noch mehr Geld hatte, hatte man dann Opel GT schon, ne? Aber das waren ja halt. Ja, das war ja 70er Opel Ja, GT. genau, ne? Und dann liefen die, ja, oder waren das die Spachtelbuden, Rost kam schon durch und die kriegte man natürlich günstig, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Wo man dann ein bisschen mehr Geld hatte und ein gesetzteres Alter kam dann hier, ich weiß nicht, Monza hatte ich einen und dann. Senator, Rekord. Der Senator habe ich mir ja auch einen Ja. zugelegt, einen A2. Bin ich auch momentan so ein bisschen am Fertigmachen und dann hoffe ich mal, dass ich ihn nächsten Monat so auf die Straße bringen kann. Ja, aber darum soll es ja jetzt hier nicht mehr primär Genau. gehen, sondern ihr habt ja natürlich ganz viele Fragen gestellt und ich habe mir so ein paar mal rausgepickt und ja, erstmal wollte ich mal fragen, wann hast du überhaupt angefangen, also Pornos zu drehen so? Mit 30, also schon. Über 30. 20 Jahre her, so Ja. drücke ich es mal aus. Ne? Was war so die Motivation dahinter? Also gab es so Nee, weil ich eine alte geile Drecksau bin. Ne? So einfach ist das. Ne? Also ein das hatte keinen finanziellen Hintergrund oder irgend sowas. Ne? Das war. Also war gar nicht Motivation irgendwie, dass man da gutes Geld verdienen könnte oder. Ja, das kam erst danach dann. Dann hat sich das rauskristallisiert, wo man natürlich dann. Ein Standing hatte oder gebucht wurde oder so, aber mir ging es jetzt erstmal ums Ficken. Schlicht und weg ums Ficken. Ne? Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt man in diese Szene so also rein? Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt Porno drehen wollen, ich hätte gar keine Ahnung, wo ich überhaupt so eine Anlaufstelle habe, dass ich da sowas Ja, in Frage kommt. das war halt früher, war das, gab es Produktionsfirmen, die jetzt natürlich durch den Niedergang der DVD oder früher VHS immer weniger wurden. Es gibt jetzt kaum noch welche in Deutschland Ja. durchs Internet. Und jetzt gibt es halt die Portale, wo die Frauen ihr Material selbst hochladen. Ne? Und da die suchen natürlich auch immer Männer, aber es ist halt schwierig, da reinzukommen. Ne? Jetzt so. Ja. Ja. Ich kenne natürlich dann jetzt, ne, klar, klassisch so Pornhub und sowas, Ja. aber jetzt sage ich mal, neu ist ja dieses OnlyFans. Genau, ne? Würdest du sagen, das löst so ein bisschen die anderen, also ist das eine große Konkurrenz zu den Ja, ich anderen denke Plattformen? schon, weil dann der Fan oder der jetzt bestimmte Typ Frau will, so mit dicken Titten oder bestimmten Fetisch, Füße oder schlag mich tot was, der sucht sich da natürlich seine Favoritinnen aus, ne? Und dann zahlt er einen kleinen, ich weiß nicht, welche Summe sich da einen kleinen monatlichen Obolus und die Frau, was weiß ich, die schreibt da mit denen, postet dann regelmäßig Bilder oder eben Videoclips. Und das ist natürlich, wenn das eine Single-Frau ist und es werden zum Beispiel Fick-Videos verlangt, muss sie ja einen Mann dafür finden. Und da machen sich natürlich viele Hoffnungen. Oder es gelingt auch manchmal, dass sie sagt, komm vorbei, wir machen zusammen ein Video oder so. Ne? Und so steigt man dann nach und nach in das Geschäft ein. Aber so grundlegend würdest du schon sagen, für einen Mann ist es schwieriger, da reinzukommen als für eine Frau, oder? Ja, natürlich. Ja.
Gibt es so Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss, wenn man halt, sag ich mal, diese Szene so rein will? Also das nicht, also so, man muss dann so also Typ Killer sein, sich da durchsetzen. Also es geht noch nicht mal, man sieht es ja an mir, es geht ja nicht ums Aussehen. Ne? So, es geht auch nicht um die Schwanzgröße, man muss nur mit dem Schwanz halt umgehen können. Ne? Ja, also es ist gar nicht so, dass man sagt, keine Ahnung, unter einer bestimmten Größe kannst du vergessen, weißt du, dass du Nee, dann nee, so. das, man sieht ja Filme, es gibt da alle Größen. Ja. Natürlich, wenn man jetzt nur 2 Zentimeter hat, dann Na ist gut. das mehr so ein Ja. Witzporno. Ja, das ist klar, man sollte schon irgendwas sehen beim Filmen. Ne? Naja, das kann ich verstehen. Aber sonst so Sachen wie, so, was man in jedem Job eigentlich braucht, so Zuverlässigkeit oder jetzt gerade in dem Fall Sauberkeit Ja. und man muss halt umgänglich sein, ich sag mal pflegeleicht. Von So, ne? Hygiene muss doch ein ganz, ganz großes Thema sein, oder? Also muss man da Was irgendwie ein großes Thema? Hygiene. Ja, natürlich, ist ja logisch, weil man kommt sich ja näher. Ne? Naja. Ist das dann so, dass man da irgendwie in regelmäßigen Abständen halt auch so Tests machen muss und so? Ja. Also das war jetzt im Profibereich, weil es gibt auch viele Frauen, die machen das nicht. Da macht man halt mit Kondom oder so. Ne? Aber jetzt so grundsätzlich für die Dreherei, also ich muss einmal im Monat halt hier ins Labor, werde auf alle Geschlechtskrankheiten getestet Ja. und sonst darf ich nicht arbeiten. Verstehe. Also das ist halt so, das musst du mal vorlegen, sonst darfst du überhaupt gar nicht ans Set gehen. Genau. Voll. Was ich mich so ein bisschen frage, man sieht ja auch immer diese deutschen Pornos und die sind ja meistens nach so einem bestimmten Schema gestrickt. So ein bisschen von der Vorgeschichte Ja, her und so. ja. Ist das teilweise so ein bisschen beabsichtigt, dass es, weil es wird ja oft, sag ich mal, belustigt, sag ich mal. Es ist ja auch was Lustiges zum Teil. Ja, Soll das zum Lachen bringen oder soll das halt auch ja. wirklich Ich dann. ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Manches ist unfreiwillig komisch, weil es ja jetzt auch keine, da hat ja keiner Schauspielerei gelernt oder so, ne? Das ist unfreiwillig komisch, aber jetzt auch früher, wenn man so zum Beispiel bei Profiproduktion, da steht dann so die X-Szene, also das Ficken, Ja. das und das, und vorher steht dann Comedy. Immer haben die das genannt. Also ich glaube, deswegen Ach, kommt das. wirklich? Ja, genau, da steht da Comedy und dann, es geht ja eigentlich nur darum, warum gefickt wird. Ja, oder Ja. eine kleine Story. Naja, so eine Einleitung, ne? Ich So. meine hier die Zuschauer oder Zuhörer, die wissen ja, dass sie vorspulen auf bestimmte Stellen, wo sie die Möpse am besten sehen, wo sie sich halt einen runterholen können. Ne? Naja. Und auf das vorher drumherum kann nicht jeder so drauf. Ne? Verstehe ich schon. Klar. Naja, aber ich weiß nicht, ich find das auch immer, wenn man diese Dialoge hört, bekommt ihr vorher Skripts oder Ja, ist das ja, ja, irgendwie ja. so frei hinaus Außer machbar? natürlich die Frauen für OnlyFans. Man muss ja auch da gehen, was für ein Drehpartner. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, guck mal, wenn ich da komme und ich sage, ich brauche eine Szene mit einem Immobilienmakler. Ich komme eher wie der Maurermeister rüber oder der notgeile Nachbar, aber Ja. nicht, weißt du, so. Und dann muss Ja, man natürlich, was drehen wir denn heute? Oder was hast du für eine Location? ja. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Waschküche hast, ja, dann bietet sich ja an, dass so ein alter notgeiler Nachbar Der Klempner so, ne? die Studentin versucht zu vernaschen oder Stehe. Spanner und dann kommt man, weißt du, so entwickeln sich halt die Storys. Stehe. Mir war vorher nicht bewusst, ob man jetzt so ein Skript kriegt oder ob das man sagt, so kurz vorher, okay, lass mal so machen und dann wird er so. Ja, das ist auch ziemlich schwierig. Guck mal, wenn du jetzt ein Skript hast und da steht dann drin, das und das und dann geht ihr in die Küche und macht anal. Dann sagt Ja. die Frau, oh, heute tut mir aber der Hintern weh, gestern zu viel, Ja. wie mein Freund. Ja, das war dann dein Skript. Weißt du, dann ist anal nicht mehr, findet nicht mehr statt. Weißt Ja. du, so. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Also würdest du sagen, ist das ein sehr spontaner Job Ja, oder? auch, ja. Ja. Und ist das dann so, wirst du dann wochenlang vorgebucht oder ist das, du kriegst halt Nee, ein nee, Angebot das. rein und dann, Ja, okay, genau, ab, ne? los. Genau, ne? Ja. Und nee, dann geht das nicht sofort ab. Die Ja. müssen ja auch Vorlauf seit den Kameramann das Ja, Ganze drumherum natürlich. organisieren viele, viele Darsteller oder sind ja noch berufstätig, die können dann Ja. nur am Wochenende oder sowas, weißt du? Ist das dann so, werden extra Locations gebucht oder findet das meistens so auch einfach Nee, so zu nee, Hause bei was denen? wenn die sagen, wir drehen jetzt einen Film, sagen wir mal Bauer Konrad, dann muss man natürlich einen Bauernhof haben, ne? Ja. Weißt du, so. Und dann bucht man den und dann entwickelt sich halt das Drehbuch, Ja. ja, was einem dann vorschwebt. Gibt es dann so Schwierigkeiten? Also ist das schwer, so,
sag ich mal, diese Location zu bekommen, wenn man denen halt sagt, wofür es halt benutzt wird? Eigentlich nicht. Nee? Ja, weil ja dann, sagen wir jetzt in dem Fall, der notgeile Bauer will ja mal zugucken, wie im Porno so geht. Ja. Weißt du, denen ist auch egal, was die Nachbarn sagen oder so. Ne? Und es gibt ja dann auch, oder jetzt auch nicht mehr so viel, aber es gab ja dann auch schon Studios, wo du verschiedene Locations drin, weißt du, haben sie die Wand versetzt, andere Tapete dran und dann war das einmal das Schlafzimmer, einmal das Wohnzimmer. Ne? Ja. Das gibt es, die extra dafür sind, so Fotostudios. Verstehe. Ist das dann auch manchmal so, dass die, zum Beispiel die Vermieter, die sagen dir so, okay, ihr könnt das machen, gar kein Problem, aber ich will zugucken? Ja. Ja? Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Dass das ja, die nehmen natürlich andere Begründungen, die sagen, ja, falls mal die Sicherung rausfliegt und so. Ne? Aber so generell sind die vor Ort und rennen dann auch immer wie die Spanner dann durch die Gegend. Nochmal genau gucken, ne, was passiert. Ja, genau. Ne? Oder dann eben, man ist ja dann dabei, wenn die Frauen sich umziehen und so, man rennt ja rum, wollt einen Kaffee haben und dann schleichen sie rum. Das ist ja menschlich. Ne? Ja. Vor allem, was ich mir so vorstelle, manchmal, also für mich persönlich, ich könnte es mir sehr unangenehm vorstellen, weil wenn du so der Kameramann so am Film ist, ja, so angenommen, sie ist da halt gerade unter dir und nuckelt halt so ein bisschen und er filmt halt so von oben. Genau, und das ist jetzt so, das ist halt der Unterschied zwischen privat und solche Sachen. Ja. Jeder von deinen Zuschauern oder viele, die können es ihrer Freundin heute Abend 7-mal besorgen. Das kann ich nicht, aber ich kann, wenn 7 Leute zugucken. Und dann kriegt ihr Probleme. Mhm, so, weißt du, wenn dann einer mit der Tonangel steht. Aber konntest du das schon immer? Oder war es auch so, als du dann in diese Szene reingekommen bist, dass es dir dann schon, sag ich mal, antrainieren musstest? Ja, es gab so, ist ja logisch, ist ja keiner auf die Welt damit gekommen mit dem Talent. Ja. Es war zum Beispiel, wenn ich jetzt so, was weiß ich, ich war Chef und die Sekretärin sollte mir unter den Schreibtisch einblasen. Ne? Ja. So, und dann habe ich dann halt, musste ich ein Telefonat führen, laut Drehbuch, und dann stopp, cut, du musst doch den Gegenüber antworten lassen. Und ich habe den Text so im Telefon runtergerattert. Ja. Ich sage, Leute, jetzt haben wir ein Problem, jetzt habe ich keinen Ständer mehr, ich kann nur eins telefonieren oder blasen. Ja. Weißt du, und jetzt natürlich, das ist ein Lernprozess oder Erfahrung, kriegt man das hin. Weißt du, da Text und Blowjob. Ja, weil du sagst gerade so, cut, passiert das häufig, dass die dann sagen, so komm, nee, mach nochmal? Ja, wenn man eigentlich nicht, weil wenn das Profis sind, wissen die, wie sie sich zu drehen haben. So, sagen wir mal, ein Doggy auf der Couch und der Kameramann weiß dann auch, wie er die Kamera zu halten hat und holt sich die Bilder dann selbst und man bietet ihnen dann die Position so an. Stehe. Man hebt das Bein dann hoch, das eine natürlich da von der Seite, wo es nicht kommt oder wo der Kameramann ist. Es ist halt oder so Missionars, man muss halt anders schicken, wie zu Hause. Ja, also ist halt gar nicht so, dass diese Freiheit da besteht, sondern du musst halt wirklich. Nee, dann wird man natürlich, wenn du jetzt hier 200 Kilo Frau hast, machst du jetzt nicht reiten. Ne? Ja, okay. So, ist ja logisch. Aber jetzt so generell, die Leute kennen ja halt Filme, da gibt es so 2, 3, 4 Positionen und dann macht man hier Doggy, Löffelchen, dann mit Blowjob vorher und so, das Übliche halt. Ne? Ja. Also vor allem ist auch sowas schon mal passiert, dass zum Beispiel eine Frau danach schwanger wurde? Also, oder ist das dir vielleicht schon mal passiert? Mir ist es nicht passiert, aber das wird ja nicht gesagt. Die Frauen haben ja auch immer Partner. Vielleicht jubeln sie dann das Kind vom Darsteller ihren Mann unter oder so. Mhm. Ne? Also natürlich jetzt, das müssen aber Dilettanten sein, wer jetzt diesen Job macht, der verhütet ja auch selbst den. Ne? Ja, klar. Ja. Aber ist halt immer ein Risiko da. Ja, ne? Natürlich. Ja. Natürlich, das kann jeden passieren. Würdest du noch was sagen? Nee. Was ich mich auch so frage, gibt es auch so Anfragen, wo du sagst, so, nee, das ist mir zu krank, also da habe ich gar keinen Bock drauf, das mache ich nicht? Oder? Ja, klar, es gibt ja halt so, was weiß ich, gibt ja hier auch mit G-Sachen, mache ich nicht, oder KV gibt es sogar, aber das sind halt so Sachen, das will ich nicht, kann ich nicht. Ist widerlich. Ja, was ich so ein paar Mal gehört hatte, ist nämlich, dass zum Beispiel, also um in diese Szene oftmals reinzukommen,
viele Männer über ja, die schwulen Szene starten. Nee. Aber das würdest du jetzt sagen, das ist gar nicht so? Nee, das überhaupt nicht. Weil ja auch die schwulen Szene hat ja auch einen negativen Touch. Das ist so HIV-Kram und so, weißt du? Und dann viele Frauen drehen dann auch nicht mit dem, wenn die erfahren, der hat schwulen Filme vorher gemacht. Ja. Ja, auch also, egal, wie viele Tests du machst und so. Genau. Ist das Image schädigend für so eine Frau? Oder? Ja, das weiß ich nicht, wie die Frauen darüber denken. Nur jetzt generell müssen wir jetzt ehrlich sein, ja. Der Männer ficken kann, ich weiß noch nicht mal, ob der so ein Talent hat, um Frauen zu ficken. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, entweder man ist schwul und macht das, ja. Aber ich bin ja auch nicht schwul und ich könnte es nicht. Ne? Mhm. Ja, ist klar, verstehe ich absolut. Gar nicht dafür geeignet. Ne? Ja. Aber du hast ja eben gerade noch mal so angedeutet, das Thema, ne, so Hintertür, sag ich mal. Ja. Ist es da schon mal passiert, dass halt dann ja, was mit rausgerutscht ist das, am Ende? Oder? Das ist passiert, ja. Ja. Ist das dann so schon, ist das, ekelt es dich dann noch in dem Moment oder ist es schon ja, so, man, gleich mal zu Gewohnheit abzustecken? Du holst, wie soll man das sagen, du holst eine braune Eichel raus, ja, dann guckt man runter und dann, naja, toll, geht man eben waschen und sagt der Frau, sie soll noch mal spülen und dann muss man halt weitermachen. Ne? Also, aber wenn du da zusammenbrechen würdest, dann wärst du falsch in den Job. Das ist halt menschlich und passiert. Ne? Ja, ich glaube, ich könnte gar nicht mit diesem Druck auch umgehen, weil du musst ja halt, du musst ja abliefern. Du musst ja, halt immer da sein. Ja, genau. Ist das so auch, sag ich mal, über die Zeit, dass man halt auch zu Medikamente greifen muss, weil man es einfach nicht immer hinkriegt? Oder? Ja, also ich kann mich da jetzt nur, ich habe ja mit angefangen, da gab es noch nicht mal Viagra, da konnte ich das schon. Aber ich kann mich davon nicht freisprechen, wenn jetzt eine Frau, die mir sehr unsympathisch ist oder wo die Chemie, wo das nicht passt, oder eine Oma, so was. Da muss ich dann auch eine blaue Pille einkriegen. Ja, das ist, da kann ich mich nicht vom freisprechen. Verstehe. Passiert das öfter, dass du dann so sagst, die Frau gefällt mir jetzt nicht so, aber es ist halt Business? Nö, das natürlich manche, aber jetzt so, dafür ist man Profi. Ja. Weißt du? Aber man ist jetzt nicht so, dass man das ja offen sagt, so. Nee, das machst du ja die Chemie kaputt und die Frau hat dann. Noch weniger nicht, ja genau, die hat dann überhaupt keinen Bock mehr auf mich. Ne? Naja. Und wie gesagt, man, sagen wir mal, an jeder Frau ist ja auch was Schönes. Selbst wenn die dir nicht gefällt, dann hat die hat eine hübsche kleine Zehe oder so. Weißt, irgendwas muss man sich ja hochziehen dann. Ne? Ja. Nee, das passt schon. Das, wie gesagt, man, das ist halt kein Wunschkonzert. Da ist nicht jeden Tag am Dreh Miss Penthouse. Ne? Mhm. So dürfen die Leute sich das ja auch nicht vorstellen. Ne? Vor allem, woran ich mich gerade noch erinnern kann, ich habe mal, ich weiß nicht, ob das eine Doku war oder irgendein Video, da habe ich gesehen, da gibt es halt wirklich so Recruiting, sage ich mal, von männlichen Pornodarstellern, die sind dann da, die stehen sich alle in der Reihe und dann müssen sie so verschiedene Disziplinen bestehen und eventuell kommen sie dann ins weitere Verfahren rein. Das ist, ich weiß nicht, das also ist mir noch nie passiert, aber so, ich weiß nicht, gab dann auch so, der Produzent, ja, zieh dich mal aus. Ich sage, warum? Ich will da gucken, ob du tätowiert bist. Ich sage, da guck dir die Filme an. Ja oder so. Das gab es wohl schon, aber das ist, glaube ich, so, was du jetzt sagst, das ist mehr so in Amerika gang und gäbe. Ach so. Und da schenkt das eher die Sekretärin ab, bevor man überhaupt zum Chef kommt, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht. Habe ich von hören sagen, auch nur selbst von Kollegen, die halt in Amerika versucht haben, Fuß zu fassen. Ne? Wolltest du das jemals irgendwie so schaffen, so in Amerika auch jetzt, sag ich mal, deine Reichweite zu gewinnen? Oder wolltest du eigentlich nur Deutschland bleiben? Erstens ist mein Englisch ganz kacke. Ich hab das nicht vor zu lernen. Ja. Und zweitens, jetzt guck doch meine Optik an. Und jetzt muss man, ich würde da als schräger Deutscher durchgehen. Guck mal, was die für Darsteller haben, so frisch vom Miami Beach mit solchen Armen und mit solchen Schwänzen. Also da ich will es erst gar nicht machen. Stehe. Ist das eigentlich so, wenn dann so auch zum Beispiel neue Leute ins Porno-Business kommen oder du merkst so, die haben einen guten Aufstieg, dass du dann so denkst, oh, jetzt muss ich wirklich nachlegen oder? Nee, weil ich durch mein Alter und mein Aussehen und vor allen Dingen durch meine Art konkurrenzlos bin. Naja. Also, weißt du, also nicht konkurrenzlos, aber ich bin halt einmalig und wer jetzt so einen Maurermeister braucht, der nimmt mich
Und wer einen gut aussehenden Immobilienmakler nimmt, der nimmt mich nicht. Also, ne? Jetzt sag ich schon so, sagst du dann, ist mehr oder weniger schon eine Nische, die du so belegst. Ja, so gesehen, ja. Ne? Allein schon altersbedingt und wie gesagt, den Leuten bin ich ja nicht so durch meine pornografischen Leistungen begriffen, sondern durch die Sprüche oder so. Ne? Ja. Das ist auch noch ein guter Punkt. Da wollte ich auch mal fragen, denkst du dir das vorher, sag ich mal, was du da sagst? Wie gesagt, ich spiele mich selbst. Du spielst dich selbst. Ja, also ich weiß nicht, das fällt mir halt so ein. Weißt du, das sagt man, es werden mir auch so Sachen, sagen wir mal, du machst die Szene und dann musst du halt, sagen sie so, jetzt spritzt dir noch im Mund, dann bist du halt am Wichsen und dann sage ich so, mach die Futterluke auf. Weißt du, so, weil man das halt so sagt, denke ich. Ne? Ja. Und das feiern die dann. Und ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Weißt du, so, ich mache das nicht mit Absicht. Stört es sich eigentlich, dass da daraus so Memes heutzutage gemacht werden? Ja, also ich habe eine andere Agenda. Ich bin ja Darsteller. Ne? Ja. Aber wie gesagt, guck mal jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht so Meme wäre, würde ich nicht neben dir jetzt im Auto sitzen. Ja, verstehe. Ja, so, weißt du, also es hat was Negatives, aber wiederum ist es auch positiv. Aber fühlst du dich in deiner Arbeit zum Beispiel dann nicht gewürdigt, wenn Leute halt, sag ich mal, sowas daraus zu produzieren? Das ist mir egal. Okay. Ja. Und außerdem, jetzt ehrlich gesagt, ich habe ja auch Merch, jetzt machen wir mal Werbung, und das verkauft sich natürlich auch blendend dadurch, ne? Ja, dadurch, dass man Meme ist. Ne? Ja. Die Leute feiern das halt. Ne? Ja. Wenn ich auf Instagram gehe, auf TikTok gehe, dann sehe ich die ganze Zeit Egon Kowalski-Syndrom. Ja, ja, genau. Ne? Immer bei Schluck Wasser, boah. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wann ich das überhaupt angerichtet habe, diesen Spruch. Ja. Ja, vielleicht jetzt auch, boah, jetzt kommt die Soße oder so. Weißt du, so, die haben wir den Salat. Ja, ja, genau. Ne? Und mega. Ich mache es nicht mit Absicht. Weißt du, du gehst ja nicht in die Szene rein und sagst so, erstens wäre es auch der Frau unfair gegenüber, so auf Kosten von ihr dich in Szene zu setzen. Mhm. Und ich gehe ja da nicht rein, so, jetzt müssen wir ein bisschen ficken und was Lustiges bringen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin und das, da kommt halt sowas mal raus. Ja, wahrscheinlich ist es halt auch, ich denke, es ist allgemein immer das Rezept zum Erfolg, ne? Ist einfach, sich nicht zu verstellen, sondern wirklich immer zu zeigen, wie man ist. Ja. Ne? Bei mir ist es ja auch ganz oft so, viele Leute denken, dass ich mich für Videos und so kleide, aber wo ich mich dann sage, glauben die wirklich, ich würde mir einen Manta kaufen, ich würde nur in der Stadt für 2 Sekunden so rumlaufen für ein Video und dann dann ziehst du dir normale Klamotten an oder so. Ne? Aber jetzt, was ich mal fragen wollte, sind die Locken echt? Nee. Ja, das ist richtig Mini-Pli. Genau. Genau, cool. Ja. Habe ich letztens sogar ein Video gezeigt, da die wurden mir richtig schön neu eingedreht, ist gar nicht so lange her, vielleicht 3 Wochen oder so. Also ich ziehe schon das Ding durch. So. Ja, ja. Nee, aber ich finde das halt, dieses ganze Thema super, super interessant, weil es einfach in der heutigen Gesellschaft immer noch so ein Tabuthema ist, überhaupt darüber zu sprechen. Ja, aber du siehst ja so, bedingt durch die Memes, die gehen ja da, die Jugend geht ja jetzt auch anders damit um oder so. Ne? Ja, wobei ich muss aber auch sagen, viele kennen diese Sprüche, dieses Boah und sonst was, aber die wissen gar nicht, woher das kommt. Die wissen gar nicht, woher das kommt. Ich habe mal nämlich eine gefragt gehabt, die das immer gemacht hat, ne? Die immer dieses Boah und so nachmacht. Ja, ja. Und ich so, weißt du überhaupt, wer es ist? So, ja, Egon Kowalski. So, weißt du, was der macht? Ja, ich glaube, der hat ein Video auf TikTok gemacht, so, da hat er das halt einmal so reingesagt irgendwie, als er was gegessen hat oder so und dann... da hat eine Frau was gegessen, genau. So drücke ich es mal aus. Ja. Genau, andersrum. Ja, genau. Ne? Nee, das kann natürlich sein. Vor allen Dingen ist es ja auch ein sehr junges Publikum und viele Seiten haben ja Jugendschutz, die können das ja gar nicht sehen. Ja, verstehe. Ja. Oder dürfen es nicht. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der Punkt. Ja, sie dürfen genau. es nicht, aber was da wirklich passiert, ne, kann man am Ende auch nicht so richtig kontrollieren. Eben, ne? Ne? Hey, aber finde ich super interessant, also wirklich super interessant. Gibt's so einen richtig lustigen Moment, den du mal hattest, als du... Also da gibt es wirklich sehr viele. Wie gesagt, ich habe auch eigenen Podcast, ich muss das nach und nach alles aufarbeiten, das fällt mir dann auch ein mit meiner Ex-Freundin und das müsst ihr euch leider anhören, das fällt mir jetzt nicht ad hoc ein, natürlich, weil das sind ja Sachen mit Menschen, mit guten, mit schlechten Menschen, mit Leuten, Pech und Pannen. Ja, da hat man viel erlebt, aber jetzt so, es war vieles, vieles, vieles lustig. Ja.
Voll. Und heutzutage ist, was ich mich frage, ist, wie kommst du an diese Aufträge? Also klar, jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich so, weil die Leute dich kennen. Ja. Ne? Und dann schreiben sie dich an. Und vorher war das wirklich rein über diese ganzen, sag ich mal, Produzentenfirmen. Genau, ne? Ja, und jetzt, sagen wir mal, etwas ältere Pornoschauer, ja. Die, die kennen ja dann viele. Es gab in Deutschland oder es gibt in Deutschland ja nur eine geringe Anzahl an Männern, die das überhaupt werfen. Ich, verstehe die dann auch nicht, der schon wieder, aber es gibt halt einfach keinen anderen. Und das hat das Problem haben dann auch die Produzenten gehabt. Ja, wenn ja. die sagen, wir wollen jetzt einen Film rausbringen, da brauche ich 5 Männer, ja, ja. wer hat denn Zeit und wer könnte was? Und dann blieben die immer die gleichen hängen. Ne? Ja. Und das ist halt, deswegen musste man sich nicht kümmern. Ja. Und jetzt habe ich natürlich durch diese Meme zum Glück, habe ich natürlich auch viel Vorteil, dass man da größere Reichweite hat und die Frauen oder Anfängerinnen vor allen Dingen, die sagen, ja, ich bin erst was, wenn ich mit Kowalski gedreht habe. Also wie so eine, ja. so eine Kerbe im Colt, den muss ich gehabt haben. Ja, ja. Ist halt so ein Meilenstein genau, so ne? in der deutschen Pornoindustrie. Genau, ne? Und das, da zehre ich jetzt von und das ist auch gut so. Mhm. Ja. Würdest du halt auch sagen, also schreibst du Frauen an, die dir gefallen oder halt, wo du auch sagst, okay, die haben Reichweite, das könnte mir auch weiter verhelfen? Nee, so. Das, danach gehe ich nicht. Also ich gehe dann, wenn jetzt eine meine Bilder liked oder nett kommentiert oder die schreiben halt auch mich direkt an, hey, wie geht's und bla bla bla. Und dann merkt man dann ganz schnell, sagen wir mal jetzt gerade so, ich habe jetzt einen OnlyFans-Kanal, ich will jetzt durchstarten, kannst du mir weiterhelfen? Also natürlich drehtechnisch. Ja. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da filter ich natürlich jetzt schon nach Optik raus oder was besonders trashig ist, weißt du, was ich natürlich auch bei mir gut verkaufen kann. Ja. Ne? Am Ende ist wahrscheinlich immer so, was zwischen Daumen und Zeigefinger hängt. Ne? Ja. Man muss ja auch irgendwo sein Geld machen. Genau. Aber jetzt mir gerade die Frage entfallen, die ich gerade stellen wollte. Achso, jetzt weißt du wieder. Ist das auch manchmal, also machst du auch mit Zuschauern was so? Oder ist das halt so, wo du sagst, nee, das ist tabu, so, das mache ich nicht? Oder? Ja, so. Es gibt ja so, sagen wir mal, bei Erotikmessen, Bühnenshows und so und solche Sachen. Das habe ich sein lassen, weil ich mich da immer richtig gequält habe oder schwer getan habe. Weißt du, wenn du dann, sagen wir mal, die Frau ist auf der Bühne, macht dann eine Dildo-Show und dann sollst du halt noch 10 Minuten mit der dann Action machen. Ja. Und dann, weißt du, der Ansager, gestern noch an der Reeperbahn, heute bei uns in der Messehalle, Egon Kowalski. Und da hast du einen Ständer hinter der Bühne, dann gehst du zu der Frau und dann tausend, weißt du, mit ihren Handys und Gekröle. Also wenn ich bei der Frau bin, habe ich schon keinen Ständer mehr, weißt du so. Und dann quäle ich mich halt, das wieder mit der Frau, dass das gut aussieht, ein Rohr zu kriegen. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, nee Leute, ich bin zu alt für den Scheiß oder ich fick meinen Kopf damit. Lass mal nach. Also jetzt so generell, wenn am Set, ich sag ja, wenn da 5, 6 Leute bei sind oder, oder bei Gangbangs, da macht man unten die Action, da stehen 50 wichsende Männer um einen rum. Ne? Das ist kein Problem. Gangbangs ist auch so eine Sache. Ich glaube, es wär mir höchst unangenehm, wenn da sich so die Schwerter kreuzen. Ja, also, das ist, wie gesagt, die Typen, die da zum Gangbang gehen, die siehst du bei jedem Gangbang, die können nicht anders. Weißt du, die können auch nicht mit einer Frau alleine und rosa Wasserbett. Ja. Das ist nicht ihr Ding. Die brauchen den Geruch, die Stimmung und dann natürlich, wollen wir jetzt mal ehrlich sein. Junge, also. Ja. Also wirklich. Zum Beispiel das Schlammschieben, das ist ja Gangbang-Charakter, ne? Also. Aber wenn du jetzt sagst, das sind immer die gleichen Leute, heißt das ja auch am Ende, ist es eine kleine Gruppierung, ne? Die halt sich dann immer, immer die gleichen, also treffen. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so viel Angebot dafür. Nee, es ist dann Gangbang quer durch Deutschland und dann sind halt immer dieselben. Ne? Ja. Die haben dann auch wirklich Bock auf den Kram. Ne? Ja. Ist das so, sagst Gangbang, machst du, also findest du das gut, also machst du das gerne oder ist das halt so? Ja, nur, ich jetzt ehrlich gesagt, ich bin ja dadurch halt Profi, ich führe dann die Frauen vor oder ich mache da ein bisschen Stimmung, weil die Gangbänger halt ein bisschen wie Stummfilm, weißt du? So. Ja, man sieht die immer, also ich habe es ja auch schon mal gesehen, ist ja nicht so peinlich, ne? Also,
Ne? Dann stehen die einfach so nur einfach so drum rum und dann irgendwie gefühlt gucken die nur rum und dann gibt es ja, halt ja. diese zwei Akteure, die machen eigentlich die ganze Zeit. Genau, ne? Und die spritzen dann ab, sauen dann die Reste Frauen ein oder ja. Es ist natürlich jetzt, Leute, wenn ihr da mal ins Geschäft einsteigen wollt, es ist natürlich am einfachsten beim Gangbang das zu machen, weil man dann, der Fokus ist nicht, als wenn ihr jetzt so alleine mit der Frau seid und der Kameramann sagt, mach mal. Ja. Ja, da, also willst wenn du man sagen, Anfänger weniger Stress? Ist, ja genau, da ist, kommt man wahrscheinlich unter Druck. Ja. Und bei so einem Gangbang stehen ja dann andere, dann macht einer die Action, dann kann man in Ruhe seinen Schwanz aufbauen. Und wenn der dann steht, dann hüpft man ins ja. Geschehen. Ne? Und man, das wird ja jetzt auch beim Gangbang nicht, der Charakter des Gangbang ist ja, dass jeder da mal rummacht ja. und dann hast du, fixe da mal 5 Minuten rum, dann kommt dein Kollege dran und ja. so. Ne? Ich glaube, so für einen Anfänger ist Gangbang gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja, also ihr wisst Bescheid, ne? wenn ihr damit anfangen wollt, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Ne? Ja. Vor allem, du hast ja auch schon Thema Alter so angesprochen, dass du halt so eine Nische damit belegst. Ja. Ist es aber auch schon so, wo du sagen würdest, jetzt mittlerweile so, irgendwann habe ich jetzt doch keinen Bock mehr so? Also ist der zu anstrengend oder? Ja, das ist natürlich, wollen wir sagen, altersbedingt, irgendwann lässt ja auch die Potenz nach oder ja. der Testosteron. Ne? Ja. Dann muss man halt aufhören, was macht, und mit vorgetäuschter Erektion kann man keinen Porno machen. Nee. Ne? Das ist natürlich, und, oder wenn ich das Gefühl habe, los, komm, wir holen mal den komischen Alten rein, so in die Szene. Weißt du, so, ja. wenn ich will nicht der komische Alte sein, dann höre ich ja. auf. Ne? Wenn sie mich nur noch für sowas buchen würden. Ja. Passiert das auch manchmal, dass man diesen, also man kriegt zwar, sag ich mal, eine Erektion hin, aber dann, man kommt einfach nicht zu dem Punkt, dass man halt, sag ich mal, den goldenen Schuss abgibt, so? Doch, oder? Das wäre ja tödlich. Was ich so gesehen habe, es gibt ja oftmals diese komischen, weiß nicht, Cremes oder sonst was, das halt das imitieren soll. Und ich weiß halt nicht, ob das dann manchmal so passiert, dass wenn der Mann halt in dem Moment einfach nicht es hinkriegt. Die bei den, also jetzt, ich kann das jetzt, ich hoffe, die Firma Lynch. Eine kurze Unterbrechung, meine lieben Freunde. Leider hat sich die GoPro verabschiedet. Ich vermute, es lag daran, dass sie etwas überhitzt ist. Was natürlich aber deutlich wichtiger jetzt hier an der Stelle ist, dass der Ton erhalten bleibt. Und den habt ihr deswegen weiterhin. Viel Spaß. Mich nicht hier, ja. die ganzen, weil ich Internas sage, natürlich bei so Amateurdrehs, wo die Frauen für ihr OnlyFans machen, ja. Dann sagen die, kommen Nachmittag vorbei. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn der Mann bei der ersten Szene schon einen Kampfstand macht, dann haben die nur die eine Szene, weil er das zweite Mal keinen mehr hochkriegt oder so, ne? oder Probleme hat. Und dann fegen die jetzt der erste oder zwei Kampfstand, tun so, als wenn sie im Mund spritzen und die Frau lässt künstliches Sperma, ja. was man in jeden Erotikshop kriegt, so ja. Pornosperma, dann lässt sie halt das aus dem Mund laufen ja. oder drückt sich das in eine Muschi, dass es ja. aussieht wie ein Cream Pie. Ja. Das ist auch so, du bist ja schon wirklich lange in dieser Szene drin, wirklich lange ja. und du hast ja bestimmt, also ich denke mal, du weißt nicht, wie viele Frauen du schon... Nee, das weiß ich echt nicht. Also mich brauchst du nicht, erstens finde ich die Frage unangenehm, aber ja, ich weiß es nicht, Bodycount oder was ist das immer so, was ist dein Bodycount? Ja. Also wir reden jetzt vom vierstellig einfach, kurz und knackig. Ja, das ist schon ordentlich. Ja, vor allem, was ich mich so frage, weil es wird ja oft hinterher gesagt, dass wenn man halt viele Sexualpartner hatte, ja. dass es halt ein schwerer fällt, sich emotional an eine Person zu binden. Würdest du sagen, das stimmt so? Fällt es dir, also ich glaube, das hat mit Porno gar nichts zu tun. Nee? Nee. Entweder man ist so ein, der so, weißt du, so Liebeskasper-technisch oder nicht. Also ich bin da nicht abgebrühter durch Porno. Ja. Und ich denke mal, wenn ich jetzt gefühlskalt wäre, wäre ich das auch ohne Porno oder so. Ja, okay. Also würdest du sagen, das ist einfach so von die Grundeinstellung, wie der Mensch ist, und ja, das hat genau, gar nichts damit zu tun. Das, so. Das ist ja wie... Guck mal, als wenn wir diesen Manta zusammengebaut hätten, so als Team. Das, so musst du dir ja eine Darstellerin um mich vorstellen. Ne? Das ist ein Team, die macht einen Film. Ne? Das hat ja nichts Zwischenmenschliches irgendwie zu tun. Gibt es auch so eine klare Abgrenzung, was ist, also wie das abläuft, was ist das privat ist und das Job ist? Ja, manche so? Zum Beispiel haben Handicap. Also die Frau nicht so, oder aber der Partner, den die zu Hause hat, und der sagt, ja, du kannst alles machen, lass dich eine halbe Stunde in den Arsch ficken, aber küssen machst du nicht. Mhm. Weißt du, so. Ja.
das ist nur für mich bestimmt oder so. Ne? So, oder manche Frauen sagen dann, ja, nee, küssen nicht, das ist mir zu intim. Ja. Aber dafür blase ich dir eine Stunde ein oder so. Ja, ich kann es zwar nicht verstehen, aber man muss ja jeden seine Grenzen achten. Ne? Na, das ist ja auch wichtig so. Ja, ja. Und ich denke, dass es halt auch ein ganz großes Thema da ist, ne? Wenn sagen Stopp, dann Stopp. Also ja, ja. Dass es halt gar nicht hier über die Grenzen schlägt, sag ich mal. Nee, also ich kann mich erstmal schon mal so nur bedanken für die ganzen Infos, weil es gibt mir einen neuen Blick, sag ich mal so ein bisschen, ja, ja. Weil ich habe mich vorher nicht wirklich damit beschäftigt, weil war halt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, ich will Pornodarsteller werden. Hattest du das eigentlich schon mit jungen Jahren oder kam das halt wirklich erst dann? Nee, ich bin einfach nur, wie viele wahrscheinlich von deinen Zuschauern, eine alte Drecksau gewesen. das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, mich auszutoben. Stehe. Ne? Und das andere, dieses ganze Drumherum und Darsteller werden und so, das kam dann irgendwie mit der Zeit und später. Ja, ne? Ja gut, ne? Ja. Und wie gesagt, ich bin ja hier jetzt, weil wir da gerade reden, du bist ja halt auch einmalig und ziehst dein eigenes Ding so durch. Das ist halt Nische, ne? Ja, ja, eben. Ne? Und dann, das macht die Sache ja auch sympathisch. Ne? Ja, es ist halt auch so eine Sache, es ist nicht immer gut, also was ist es für einen Erfolg, ist es meistens sogar schwerer, sich nicht in nischigen Bereichen aufzuhalten, weil einfach der Markt so übersättigt ist, das kriegst du gar nicht hin. Ja, erstens das und auch so... So eine aalglatte Nummer mag ich nicht, weißt du, so, man muss schon ein bisschen gegen Widerstände kämpfen. Ja. Natürlich, weißt du, ich gehe mir davon aus, wo du deine ersten TikToks oder so hochgeladen hast, haben auch viele gesagt, was soll denn der Quatsch? Ja, aber jetzt im Endeffekt, man sieht es ja. Ja, ja. Ja, das kann ich nur sagen. Also auch nochmal vielen lieben Dank an euch, ne, für die ganze Liebe, die ihr immer da lässt. Aber ich sehe es ja auch bei dir, du hast ja jetzt auch einen neuen Instagram-Account, ja, habe ich gehört. Ne, den werde ich euch natürlich auch mal darunter verlinken. Da schaut sehr gerne vorbei. Ja, und ich denke, sonst im Großen und Ganzen hast du uns echt einen riesen Einblick in diese ganze Szene mal gegeben. Ich komme gern wieder. Du kommst gern wieder. Ja. Machen wir nochmal eine Runde und dann Senator. Genau. Wenn der fertig ist, fahren wir Senator. Machen wir so. Passt schon. Okay, wir werden jetzt nochmal hier uns auf ein kleines Oldtimer-Treffen bewegen und eine schöne Manta-Platte essen. Lasst uns schmecken. Ne? Schaut gerne bei ihm vorbei in seinem Merch-Store. Und bei Ihnen natürlich auch. Ne? Ja, natürlich. Ne? Lasst ein Follow da, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns bald mit einem neuen Video.